Age Origins hier ja, in der Burg von Soldatengipfel. Wir gehen jetzt diese Treppe hoch. Ich glaube, uns erwartet da nichts Gutes. Ich hab das so im Urin. Können wir da irgendwie hochschauen, reinschauen? Nee, ne, geht nicht. Ja. Das wäre ja auch zu schön. Ja. Wir können also los. Oh oh. Da liegen doch schon wieder Leichen rum. Da, ein Skelett und ein schlurfender Toter. Und da hinten sehe ich auch was. Und ich sehe hier jede Menge Leichen. Ich würde sagen, wir kriegen gleich richtig Spaß. So. Da mal alle Mann hier rein. So, Moment. Gleich mal sofort hier ihn einmal los, einmal stunnen, unfairer Kampf und auch da. So, jetzt müssen wir uns organisieren. Wen haben wir denn hier? Morrigan. Wir müssen uns ein bisschen taktisch aufstellen. Morrigan geht mal hier hin. Stan haut ihn schnell mal um. Alistair haut. Ja, haut ihn auch. Okay, wie war das jetzt? Ja, dahin. Der liegt auf dem Boden. Dann Stan hier hin. Alistair kann da drauf kloppen und wir müssen uns da weiter bewegen. So, jetzt stehen wir hier richtig. Und nun einmal den Kältekegel. Dann haben wir die beiden nämlich gleich erstmal ausgeschaltet. Stan kann auf ihn drauf mit einem mächtigen Schlag. Ja, mach mal einen mächtiger Schlag, vielleicht zerbricht er dann. Du kümmerst dich um das schlurfende Skelett, genau, und wir machen hier mit unserem Skelett weiter. Morrigan, einmal hier das. Zack, ja, der Plan ist aufgegangen. Wir müssen jetzt hier drauf. Jawohl. Stan macht. Stan sorgt mal eben für klare Verhältnisse. Ja, das hat ziemlich gut funktioniert, würde ich sagen, ne? So. Dann schauen wir mal rum. Warum liegen die hier rum und sind noch nicht aufgesprungen? Und warum ist da immer Marmelade? Da ist ein Portal oder irgendwas, irgendeine Barriere. Himbeermarmelade. Sehr schön. Die Geschichte von Soldatengipfel Teil 3. Hm. Also wer sie lesen möchte, viel Spaß. Ne? Da ist sie, Teil 3. Okay. Das war also die Himbeermarmelade. Interessant. Ja, da ist jetzt nichts weiter. Dann gehen wir mal. Was ist da? Sophia, dämonische Pakte. Okay. Betrachtet es als erledigt. Wir müssen uns also wahrscheinlich jetzt mit Sophia unterhalten oder kloppen. Eins von beiden. Ich gehe vom zweiten aus, dass wir uns kloppen müssen. So, einmal hier hin. Kein Schritt weiter, Wächter. Dieses Wesen möchte mit euch sprechen. Aha. Wer seid ihr denn? Dieses Wesen ist eine Dryden. Die Kommandantin. Sophia. Alles davon. Großmutter? Ihr habt zahlreiches Dämonengezücht getötet, um hierher zu kommen. Dieses Wesen schlägt eine Vereinbarung vor. Dieses Wesen. Dieses Wesen ist ein Dämon, würde ich sagen, ne? Aber wir hören uns mal an, was für eine Vereinbarung uns vorgeschlagen wird. Das Kun ist völlig eindeutig, was Dämonen angeht. Zerstören. Schnell und gründlich. Genug geredet. Wenn ihr jetzt mit mir verhandelt, Krieger, könnt ihr später viele der meinen zerschmettern. Dieses Wesen wird erklären. Der Soldatengipfel hält mich gefangen. Dieses Wesen hat in Drydens Erinnerungen so viele verlockende Orte erblickt. Dieses Wesen möchte die Welt mit eigenen Augen sehen. Damit ich frei bin, müsst ihr in den alten Magierturm gehen und ihn zerstören. Im Gegenzug versiegelt dieses Wesen den Schleier wieder. Keine Dämonen mehr, keine Feinde. Euer Gipfel wäre sicher. Ihr müsst nur dieses Wesen in die Welt entlassen. Hm.
Das klingt ja verlockend, aber ich kann doch keinen Dämon auf die Welt loslassen. Erzählt mir erstmal von Dieses Sophia. Dieses Wesen weiß alles, wird aber erst sprechen, wenn der Turm in Trümmern liegt. Was zerstöre ich da? Die Magie aller Objekte, den Stein selbst, wenn ihr die Macht dazu habt. Etwas dort drinnen hält die meinen gefangen. Was genau werdet ihr tun, wenn ich euch befreie? Dieses Wesen wird umherstreifen. Es wird sich umsehen. Es wird sich ernähren. Aber ohne mich wird der Schleier noch schwächer. Mehr Dämonen. Mehr Leid. Ihr wählt zwischen einem von den meinen oder vielen. Nee, tut mir leid, Leute. Ich kann... Ich kann keine Vereinbarung mit dem Dämon eingehen. Ja. Nun, müsst ihr Levi erzählen, was ihr über Sophia wissen möchtet. Wächter, meine Familie sucht schon über 100 Jahre nach diesen Antworten. Aber nicht so. Das sehe ich auch so. Okay. Dann seid ihr ein Narr. Also... Es geht nicht. Die Kodex-Einträge und so lesen wir nachher. Jetzt kümmern wir uns erstmal hier um Sophia. Die Wächterskelette sind, glaube ich, nicht so das Problem. Gehen wir eben auf ihn. Alle anderen sollen bleiben. Jemand eine Runde tot? So. Einmal hier den Schleier. Den Kältekegel. Und dann... Wie machen wir das denn? Alistair geht hier hin. Wir kloppen auf Sophia ein mit einem mächtigen Schlag. Genau. Naja, hat ein bisschen was gebracht, aber war jetzt auch nicht die Welt. Ey, angreifen, Kollege. Was ist denn mit... Ach, Alien ist gestunt. Scheiße. Hau ihn mal um. Morgan muss einmal dem Alien helfen. Eisige Umarmung. Und... Stan haut auf... Hier! So. Jetzt Gegenschlag. Okay. Und einmal, jetzt muss ich gucken, Morgan auf Sophia mit dem Schrecken. Jawohl. Dann auf das Wächterskelett Energie entziehen. Und dann erstmal am besten hier so hin. Okay, Stan. Geht's dem Stan denn? Stan geht's noch ganz gut. Macht einmal auf Sophia den Knaufschlag. Geht leider nicht. Haut da weiter drauf. Wir müssen das Geld machen. So, jetzt hier drauf. Und Morgan muss die beiden hier einfliegen. Danach auf Vorsichtig! Sophie, nein, Morgan erstmal weg da. Autsch, habe ich mir gedacht. So, dann müssen wir uns um ihn kümmern und Stan braucht erstmal eine Erholung. Mach doch mal einmal. Hier drauf. So, und wir hier drauf. Dann auf Sophia mit einem unfairen Kampf, weil Morgan wird das sonst lange nicht durchhalten. Morgan. Okay, Morgan haben wir dort. Kümmert sich jetzt hier um das Skelett, damit das weg ist.
Und Stan haut hier drauf mit dem mächtigen Schlag. Alistair geht hier hin. Ich gehe. Der Ruhm ist unser! Okay, dann einmal ausnocken, Stan. Und wir gucken mal, ob wir die Sophia umhauen können. Oh, Morrigan muss ganz schnell einen Wundumschlag bekommen. Braucht ihr Hilfe? Sehr gut. Dann Morrigan hier hin und einmal den... Das ist nur benommen machen. Nee, Morrigan geht einmal hier hin und holt sich erstmal Energie zurück. Verbündet sie. Welche Geschichten erzählt der Stan eigentlich da die ganze Zeit? So, Schildhammer? Was? Jetzt findest du dein Ende. Oh oh, Morrigan. Einmal das, wir müssen, können gar nichts. Ja. Morrigan hier. Und... Eisige Umarmung, sehr gut. Alistair macht gar nichts. Wir hauen da einfach drauf. Nee, wir hauen einfach nur drauf. So, jetzt können wir im Moment nichts machen. Oh, wir können es auch. Und jetzt ist sie uns eigentlich ausgeliefert. Jetzt ziehen wir ihn noch. Irgendwelche Befehle? Das Frage ist dann jemals euch gehört. Okay. Haben wir ganz gut hinbekommen. Auch wenn es einmal, zweimal recht knapp war mit für Morrigan. Jetzt haben wir dieses Wesen vernichtet. Stärke 26. Das könnte eventuell was für den guten Stan sein. Wir müssen jetzt mal einmal kurz gucken hier wegen der Ausrüstung. Wir können es nicht tragen, weil wir nicht stark genug sind. Die Bänderrüstung wollen wir nicht. Die haben wir ja gerade erst abgelegt. Aber, ja, dachte ich mir doch, der Stan. Die ist natürlich, Erschöpfung, 23,1%. Aber die ist natürlich noch mal eine Ecke besser. Wow. Sieht ja mächtig aus. So. Uns fehlt aber noch der Helm, ne? Aber die Rüstung sieht schon schick aus, muss man sagen. So, da haben wir nichts. Hier haben wir noch die antike Wächterarmbrust. Die gebe ich als zweiten Set auch noch dem Stan. Das machen wir. Und dann geben wir ihm auch Feuerblitze. Mein Gott, der Stan wird ja richtig nobel von uns ausgestattet. Was habe ich hier? Ich habe ja Bregans Bogen. Und pack mir mal die Eispfeile ein. Das muss jetzt einfach mal kurz gemacht werden. Schwurbewahrer. Gut, das, was wir haben, hat 6 Angriff. Wir können, ja, die Fähigkeit haben wir noch nicht entwickelt, dass wir ein zweites Schwert führen. Eine 6 vereist, Rüstungsdurchdringung. Schaden 8,4. Deckmodifikator ist auch nur 1,0. Ist jetzt nicht so viel besser. Ich würde sagen, da bleiben wir erstmal noch, aber wir haben ja noch die Schneide. Schneide könnten wir, glaube ich, auf 2 führen. Ne? Sehr gut, dann machen wir das. Ja gut, also Morrigan hat da eh nichts mit zu tun. Was haben wir hier? Ganz normal. Du kriegst den Schwurbe. Den Schwurbewahrer. Zweiten Set hast du nun Bogen der Wildnis. Voller behalten. Auch. Ja komm, wir geben jetzt auch der Morrigan noch einen zweiten Set. Obwohl die als Magierin ja nun wirklich das an für sich nicht benötigt.
Was haben wir noch an Schutz? Wir haben hier noch den Templerschild, den haben wir abgelegt. Und den schweren Eisenschild, das schwere Metallschild können wir, glaube ich, eh nicht tragen. Genau, wie wir sind überladen. Du hast von Chiron, in dem du die Gegenstände zu verkaufst, anlegst oder kauf einen Rucksack. Ja, gut, ich guck mal. Verkaufen ist ja nicht. Also werden wir einfach mal hier die Eisenringe, die wirklich nichts bringen und nur Platz nehmen. Die werden wir mal eben zerstören. So, was haben wir jetzt hier? Da haben wir noch eine Kiste, da gucken wir da mal rein. Ich werde es tun. Wir werden immer mal wieder die Problematik haben, dass wir einfach zu viel Zeug haben. Fähigkeit unzureichend. Das ist scheiße. Da haben wir ein Buch. Wie ihr meint. Vier Drydens Tagebuch. Uiuiui. Werde ich nicht lesen. Werde ich jetzt nicht lesen, aber ich lasse es wieder durchlaufen. Also einmal, ne? 21. Eloviesta und 10. Moliobis. Und dann haben wir hier den 2. Ferventis und den 19. Matrinalis. Wer es lesen möchte, viel Spaß dabei. Hier, das ist das überladene Inventar. Und dann haben wir einen Charaktereintrag zu Sophia Dryden. Das muss ich leider lesen. Ich habe gesagt, die Einträge zu den Charakteren lese ich. Wobei wir das aber schon alles gelesen haben, wie sich als brutaler Helter, bla bla bla. Den oberen Teil haben wir schon gelesen. Nachtrag. König Arland verbannte die grauen Wächter aus Ferelden, sodass Soldatengipfel nach der Belagerung verwaist blieb. Als die Festung nach Jahrhunderten wieder betreten wurde, stellte sich heraus, dass ein Dämon von Sophia Dryden Besitz ergriffen hatte. Gut, also den Dämon haben wir vertrieben. Und Sophia sozusagen ihre Ruhe auch gegönnt. Wird erledigt. Streitkolben, naja, den nehmen wir jetzt mal. Den nehmen wir jetzt mal mit. Haben wir noch ein bisschen Platz. Jetzt müssen wir natürlich noch den Schleier. Den müssen wir wieder zerstören. Oder müssen die Schleier schließen. Zu dem Zweck müssen wir sicherlich durch diese Tür. Irgendwas ist ja in dem Turm, haben wir gehört. Und wir schauen uns jetzt mal an, was in diesem Turm ist. Diese Wesen haben ungewöhnlich. Da willst du mal einen Kaffee trinken, einen Schluck und dann sowas. So. Der Kräfte. Ja. Wir sollten vor. Moment, warum kann ich denn jetzt hier nicht so? Alles klar. Also nur so. Was haben wir hier? Hier haben wir Bogenschützen. Okay. Zwei Skelette. Alistair bleibt. Die Aufstellung ist echt doof hier. Wir müssen mal demnächst das ändern, dass die Morrigan immer vorangeht. Ich muss mal eben hier hin. Morrigan. Geht dahin und Alistair aus dem Weg. Reicht schon. So, Morrigan. Einmal den. Okay. Stan, hau ihn mal um. Du da drauf, dann Morrigan hier drauf und der Alistair hier drauf. Selbstverständlich. Jetzt müssten wir eigentlich soweit alles eingestellt haben. Okay, Moment. Hast du keinen Bock, Morrigan, oder was ist los? Morrigan kann ja auch von da aus kämpfen, ne? Trotzdem alle mal hier vor. Meine mich zu erinnern, hier waren Fallen. Ja, hier waren Fallen, ganz genau. Morrigan, macht mal auf ihn. Ne, Morrigan, geht mal hier. Und macht mal
gar nichts. Ich bin so. Können uns denn bleibt mal Mann, die sind echt schwieriger zu handeln. Wie eine, also sobald du dich befreit hast, Alistair, kommst du zu uns, ne? So dahin. Wir dahin, Stan dahin. Noch mehr Narren! Ja, jetzt findest du deine Hände. Also der Stan macht richtig Aua. Quatsch! Och, der Alistair ist so doof. Okay, mal eben halten. Wir müssen mal eben auf Alistair warten. Alistair. Mein Gutster. Komm. Du olles Dudeltier. Schwacher Wundumschlag ist gut. So, haben wir hier noch was? Oder. Ach, die Wächterskelette, ne? Bleibt mal hier. Jemand nur mit Alien. Ich weiß nicht, wird erledigt. Irgendwo war. An für sich hätte ich doch eine Warnung kriegen müssen. Wegen der Fallen. Aber offensichtlich reicht mein Können dafür nicht. Egal. Die Brücke haben wir geschafft. Sehr schön. Dann gehen wir hier mal rein. Und schauen mal, was in dem Turm ist. Ein Raum. Okay, da ist ein Raum und der Raum hat gar nichts zu bieten. Dann machen wir das mal auf. Okay, Pause. Gehen wir das mal wieder ein bisschen strategisch an hier und nicht so, ne? So holter die Polter. Sagt einfach, was ihr wollt. Ja, ich will, dass du da stehen bleibst. So, wir hier Ach, rein. Wir ich glaube, sie haben uns gesehen. Stopp, aua. Und jetzt einmal hier Kältekegel. Volle Pulle. Hau ihn mal eben um, Stan. Hier drauf. Hier da drauf. Und. Morgen noch ihn. So, okay. Und dann auch. Oh, sehr gut. Zerborsten, das macht Spaß. Wir schalten mal unser Momentum ein und nochmal zerborsten. Das passt mir alles sehr gut. Stan hier weiter drauf. Und die Morgan wird den mal eben sehen. Okay, das klappt eh nicht so, wie ich es mir vorstelle. Also Morgan auf ihn mit Lebensentzug. Ja! Das Alles klar. Das war schon fast zu leicht. Das ist schon verdächtig leicht gewesen. So, was haben wir denn jetzt hier? Ein kleiner Vorraum mit Fähigkeitsnotizen. Aha. Dies scheinen alte Forschungsaufzeichnungen des Magiers Avernus zu sein. Sie beschreiben eine Reihe von Experimenten, niedergelegt in kleiner, nüchterner Handschrift. Tag 32. Der Proband reagiert nicht auf die Stimuli. Das Austesten der Schmerzgrenze blieb ohne Ergebnis. Es sind nur noch 3 Probanden übrig. Tag 82. Ich wünschte, ich könnte den außerordentlichen Erfolg von gestern Abend wiederholen. Elektrizität ist nur ein Katalysator. Der Schlüssel ist Blut. Tag 97. Energie und Blut. Wiederholte Anwendungen haben zu denselben Ergebnissen geführt. Ich nehme an, dass der Erfolg alchemistischen Auslösern unterliegt. Aber es sind keine Probanden mehr übrig. Wenn ich doch nur noch einen hätte, oder besser ein Dutzend, dann könnte ich alles erreichen. Hat der Menschenversuche gemacht? Das hörte sich ganz so an, ne?
Es hörte sich ganz so an. Wir lesen mal das Wie Buch. Ihr meint. Zerfledderte Notizen des Magiers Avernus. Ermöglichen Sie uns, die dunkle Brut zu fühlen. Da geht es um die Versuche mit der dunklen Brut. Wer es lesen möchte, ich kenne es ja schon. Ja? Bitteschön. Okay. Ja, und hier haben wir die alchemistische Mischung. Dieser giftige Trank scheint die Krönung von Avernus grauenhafter Forschung zu sein. Er verspricht, das verborgene Potenzial des verderbten Blutes zu wecken, das du während deines Beitritts getrunken hast. Oh. Ja, jetzt müsste man eigentlich live sein und sagen, na, wie würdet ihr das machen? Man kann es trinken, ist möglich. Man kann es auch zerstören oder es in Ruhe lassen. Ich zerstöre es. So. Die Fähigkeitsnotizen haben wir gelesen. Geht es hier runter? Nein. Es geht nur hier rein oder da rein. Und dort erwartet uns, das sehen wir hier in dem kleinen, in der Übersichtskarte, das Allerheiligste. Das Allerheiligste werden wir also betreten in der nächsten Folge. Ich bin eine Sau, ich weiß, aber wir sind am Ende. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, ihr kennt ja den alten Sermon. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir warum und bleibt beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, ciao, euer Alien.